Hallo ihr Lieben, heute sind die Sarah von Bootshunde und ich, die Sabrina von Vita Canis, da für euch mit dem Thema Stimmungsübertragung. Und zwar Stimmungsübertragung von uns als Mensch auf unseren Hund. Denn wir beide erleben es ganz oft beim Training mit Kunden und deren Hunden, dass das oft ein ganz großer Knackpunkt ist. Es ist ganz oft so, ja, oder wir bekommen ganz oft, ja, sag ich mal, die Themen ins Training, dass die Kunden zu uns sagen, sie sind mit ihrem Hund draußen spazieren und der eigene Hund, der mag vielleicht andere Hunde nicht ganz so und regt sich dann sehr leicht auf, springt dann vielleicht in die Leine und bellt. Und sie laufen dann selber schon mit Argusaugen durch die Gegend, scannen die Umgebung, nehmen die Leine ja schnell kurz, wenn sie denken, da kommt jemand ums Eck oder sie sehen schon in 100 Meter Entfernung jemanden, weil sie dann denken, der Hund geht gleich los. Das heißt, sie sind innerlich selber schon total angespannt und übertragen das dann natürlich auf den eigenen Hund, der dann dementsprechend drauf reagiert. Der denkt sich, boah, wenn Frauchen das schon so gruselig findet, dann ist es bestimmt gefährlich. Genau. Ja, und dann reagiert er natürlich und springt viel leichter in die Leine, regt sich viel leichter auf, wie wenn du selber ruhig und gelassen bleibst. Und bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, erstmal so das Thema, ja, wodurch wird denn eigentlich unsere eigene Stimmung beeinflusst? Ist gar nicht so einfach, ne? Nö. Das ist gar nicht so einfach. Und das ist wirklich wichtig, sich in der Situation, wenn man merkt, boah, puh, jetzt spanne ich mich schon wieder an, sich wirklich einfach mal bewusst zu machen, wie geht's mir denn gerade? Was ist denn mit mir gerade los? Denn wie gesagt, wenn ich schon die Zündschnur lege, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das Pulverfass losgeht. Ja. Deswegen ganz wichtig, in so einer Situation einfach mal kurz überlegen, was ist mit mir gerade los? Wo hänge ich gerade? Und ganz oft spannen wir uns selber aus ganz komischen Dingen an, einfach aus einer Erwartungshaltung heraus, die unser Hund noch gar nicht erfüllen kann. Ja? Wenn der gerade eine echt doofe Begegnung mit einem anderen Hund hatte und eh schon so ein bisschen auf Kriegsfuß stand, dann finde ich das total okay, wenn der sich ein bisschen anspannt und an dem anderen vorbeigeht. Ja? Wenn ich dann aber noch zusätzlich Anspannung reinbringe, ist es klar, dass er irgendwann losgeht. Und wenn ich einen Hund hatte, der seit Jahren in der Leine hängt und bellt und auf andere Hunde ganz furchtbar reagiert, dann ist vielleicht schon ein Erfolg, wenn er ein bisschen länger ruhig bleiben kann. Ja? Wenn er nicht schon auf 50 Meter losgeht, sondern erst in 10 Meter Distanz oder so. Also da schaut auf eure Erwartungshaltung, was ist gerade möglich und macht euch nicht so einen Stress, denn die Verhaltensänderung braucht einfach Zeit. Und wenn ihr euch da selber Stress nehmt, dann wird das alles schon viel entspannter und gelassener laufen können. Genau. Und es braucht auch wirklich nicht nur Zeit bei eurem Hund, dass er sein Verhalten ändern kann, sondern auch bei euch. Das dürft ihr euch wirklich immer wieder so in den Kopf rufen. Aber wir wollen euch jetzt trotzdem noch mal ein paar Tipps geben, was ihr tun könnt, wenn ihr merkt, ihr spannt euch an und ihr selber ja, ändert die Stimmung und legt damit die Zündschnur für euren Hund. Wirklich als allererstes, wenn ihr merkt, dieses ungute Gefühl kriecht so in euch hoch, bleibt einfach mal stehen und atmet durch. Atmet einfach mal tief ein und aus ein paar Mal, bis ihr merkt, ihr seid wieder bei euch. Spürt richtig die Füße auf dem Boden und ja, kommt mal wieder an. Denn was passiert denn, wenn ihr nämlich total aufgeregt seid oder anfangt, euch aufzuregen, dann atmet ihr nicht mehr flüssig. Der Atem stockt und das wirkt sich auf eure ganze Körperhaltung, auf eure Stimme, auf alles aus. Und das spürt euer Hund natürlich wieder. Ja, im Grunde seht ihr angespannt genauso aus wie ein Hund, der mit aufgestellter Bürste und total angespannt auf einen anderen zugeht. Und wie könnte es eurer Hund euch nicht nachmachen, wenn ihr schon so anfangt? Ja. Das stimmt. Also, ja, es ist einfach, innehalten ist da überhaupt kein Problem. Ja, wer verbietet euch das? Ihr dürft anhalten, ihr dürft kurz zu euch kommen. Das
Das hilft eurem Hund, wenn ihr bei euch seid und für euch genau entscheiden könnt, was los ist und wenn euch die Situation nicht einfach so passiert. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und in der Zeit habt ihr dann auch Ruhe und mal eine Sekunde Zeit, um zu überlegen, möchte ich da jetzt durchgehen? Möchte ich jetzt diesem Hund begegnen? Oder vielleicht habe ich auch einfach gerade einen schlechten Tag und mein Hund hat auch einen schlechten Tag und da vorne kommt der entgegen, wo es immer blöd ist und wo das Herrchen auch blöd ist und keine Ahnung, dann drehe ich einfach um. Ganz ehrlich. Ja. Es zwingt euch keiner. Ja. Und manchmal ist wirklich die beste Entscheidung, mal nicht zu trainieren oder nicht in die Situation reinzugehen. Ja. Und das macht es nicht schlechter oder deswegen, sag ich mal, scheitert ihr. Sondern manchmal ist es wirklich gut, wenn man sich eingesteht, nee, heute ist es nicht gut, irgendwas zu machen. Und sollte euer Hund in die Leine springen und bellen, bleibt trotzdem stehen, kommt erstmal wieder zu euch, haltet die Leine einfach fest, stellt euch mit dem Fuß auf die Leine. Zur Not hängt die Leine irgendwo an einem Baumpfosten, bleibt neben eurem Hund stehen, damit ihr einfach erstmal selber durchatmen könnt und wieder selber Ruhe reinbekommt in die Situation. Denn nur wenn ihr ruhig seid, könnt ihr eurem Hund helfen. Genau. Anders geht's nicht. Und ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, dass irgendwer euch dafür verurteilen würde oder so. Weil ganz objektiv, was passiert denn bei einem, sagen wir, leinenaggressiven Hund? Im Zweifel ist der Hund angeleint und er bellt, wenn ein anderer Hund kommt. Vielleicht stellt er sich in die Leine, aber es passiert ja nichts. Da ist ein Hund, der bellt. Oh, ja. Hunde bellen. So ist das. Natürliche Kommunikation. Vollkommen normal, ja. Also ihr braucht euch echt keinen Kopf machen. Und selbst wenn die gegenüber euch irgendwie blöd angucken oder so, die wissen ja gar nicht, was ihr mit eurem Hund schon alles erlebt habt und was die Vorgeschichte ist, woran ihr trainiert. Und also ihr braucht euch da echt nicht so einen Kopf drum machen. Könnt da echt gelassen bleiben in solchen Sachen. Einfacher gesagt als getan, aber wir haben euch ja ein paar Tipps mitgegeben. Genau, super. Und ja, diese eigene Ruhe behalten, das ist ein großes Puzzlestück, wenn ihr eine Verhaltensveränderung bei eurem Hund erzielen wollt. Und die Sarah und ich, wir haben für euch auch ein kleines PDF vorbereitet. Könnt ihr einfach auf dem Link herunterladen, wenn ihr unter dem Video klickt. Und könnt euch da mal einen Überblick verschaffen, ja, was es eigentlich alles zur Verhaltensveränderung braucht. Genau. Ja. Prima an den Kühlschrank, dann hat man immer vor Augen, welche Puzzleteile es noch gibt. Gut. Okay, und dann wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß mit eurem Hund. Tschüss. Ciao.